Moinsen Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir befinden uns hier am Kukutia Schluchtplatz, wo wir letztes Mal Rumpelgolf gespielt haben, eine Partie. Und ja, eigentlich würde ich sogar sagen, relativ erfolgreich. Geht natürlich besser, schätze ich mal. 4 Schläge haben mir zu 50 Rubine gegeben. Ich kann mir vorstellen, der gibt auch einen goldenen Rubin, wenn man das perfekt macht, relativ perfekt. Ich schätze mal mit 2 Schlägen. Ich denke, das ist möglich, theoretisch, aber dafür muss man das, glaube ich, richtig gut beherrschen. Auf jeden Fall da hinten an der Fahnenstange, also wo das Loch war, die Krogmaske ausgeschlagen. Und da gucken wir uns jetzt nochmal an den Krog rum. Ich würde vermuten, der ist oben drauf auf der Fahne. Aber vielleicht nicht doch irgendwo drumherum, kann auch sein. Ist nicht auszuschließen. Ich habe mir auf jeden Fall mal die Stelle allgemein, ihr seht schon unten markiert, als ich da war. Also offscreen halt natürlich, aber damit ich weiß, dass ich da dran denke, dass das an Krog ausgeschlagen hat. So, da sieht man es aber auch wieder, die Maske bricht hier wieder aus, schlägt wieder aus. Wir klettern mal hoch. Hopp, hoch da links, das ist nicht so hoch, das schaffst du locker. Und da ist der Krog, alles klar. Den wollte ich gar nicht wissen. Nicht runter, du sollst das untersuchen, Junge. So, perfekt. Genau, so, erhalten. Ich bin mir auch fast sicher, ich habe hier auf dem Weg nach unten zu der Schlucht schon irgendwo einen Krog mindestens übersehen. Vielleicht sogar da, keine Ahnung. Ah, ich habe gesagt, ich werd jetzt nur gucken, wenn die Maske aussteht, wenn ich unten bin. Dann gucke ich mich um. Und ansonsten werde ich hier nochmal von oben langlaufen irgendwie. Dann einfach immer dahin fliegen, wo ich dann halt, wo dann ein Krog sein soll. Also wieder mit Markierung, ist ja klar. Laufe ich in die richtige Richtung? Ja, ich wollte schon sagen. Weil das ist auch witzlos. Ich versuche es jetzt nochmal so halt, ne. Aber sobald ich jetzt alle Schreine habe, Leute, sage ich euch gleich. Ich werde dann nur noch gucken, dass ich die... Ey. Warum ist das kein Elektroschlamm geworden? Der wird ja elektrisch. Okay, wahrscheinlich weil ich zu schnell draufgehauen habe, jeweils. Der war doch am Blitzen, habe ich dann nochmal direkt draufgehauen und dann wird der halt normal schlagen nochmal, okay. Macht ja nicht wirklich Sinn, aber. Was soll ich machen? Komm her, du, zack. Ey, du sollst ihn hochheben, Link. Ja, da lässt er sich da voll von dem einen reinhauen. Hier, ey, wie klein, was die für kleine Beinchen haben, ey. Das sind halt wahrhaftig Ivarok im Mini-Format. Kann man nicht anders sagen, ey. Und wieder ein Bayernstein, jawohl. Ich kann ja mal hier hingehen, so zu diesen Dingern, ob da was ist. Vielleicht sieht man ja von. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Vielleicht sieht man ja auch von unten was, wollte ich sagen. Bevor Urbosa mich so rüde unterbrochen hat. Das Maske schlägt hier nicht aus. Ich sehe auch hier oben jetzt nix so auf dem Anblick. Ich kletter jetzt nicht wieder hoch. Ich bin doch nicht bescheuert, ey. Also da hat mich der eine gestern in der letzten Folge. Ja, für euch gestern, Tatsache. Für mich auch. Der hat mir da schon gereicht. Aber nur für die, die es halt hintereinander gucken, in der letzten Folge, passt da wohl doch besser. Auch wenn ich befürchte, dass das nicht so viele sein werden, aber ist egal. Mir macht's hier weiterhin Spaß und wenn ich keinen Spaß mehr dran hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, nee, Leute, ich mache jetzt noch die Schreine fix und fertig, schnell fertig. Weil es ja auch mein am Anfang gesetztes Ziel war, alle Schreine, alle 120 Schreine. Die Zielschreine jetzt nicht mit angerechnet in dem Fall. Oh, hier bricht ein Schrein tatsächlich aus. Ja gut, das wüsste ich jetzt aber. Da habe ich mich ja vorab schlau gemacht, dass hier unten irgendwo einer ist in der Schlucht. Und der letzte ist halt am Ende der Schlucht. Mein Gott, komm mal her, mein Freund. Hau ja ab. Alter, ich habe gesagt, hau ab. Holla Wolf, ey. Schluchtwolf ist das. Da ist, glaube ich, sogar ein Schrein, der direkt in der Nähe von dem anderen Schrein ist. Also der ist halt drüber und der andere ist hier unten. Auch geil gemacht, ey. Deswegen habe ich da nicht dran gedacht, dass hier noch einer sein könnte. So, sehen wir denn hier noch irgendwas Auffälliges? Da hinten... Da hinten vielleicht? Ne, wo geht's denn da hin? Achso, da geht's weiter. Ah, okay. Das heißt, der Schrein ist schon hier. Stimmt. Ich dachte, das wäre jetzt ein bisschen weiter weg noch, tatsächlich. Gut, dann machen wir den nochmal, oder? Dürfte ja nicht allzu lange dauern, eigentlich. Ist ja nur ein Schrein, also von der Doombatar-Schrein. Auch immer uns darin erwartet. Wir werden es gleich herausfinden. Und zwar zusammen. Auf geht's. Ich hoffe einfach nur, dass es keine Kraftprobe wird, weil davon habe ich echt genug jetzt. Sägeschreien denke ich auch nicht. Das ist Beharrlichkeit. Okay. Hä? Was ist denn hier die Prüfung? Warte, erstmal hier kurz umgucken. Da geht's weiter auf jeden Fall. Und vor allem erstmal den Schatztruhensensor anmachen. Ja. Das, was ich da machen muss, ich muss das Ding anhalten. Im richtigen Moment. Es war so, dass es. Achso, nee, das Ding muss ich anhalten.
So müsste es klappen, oder? Es war so, dass die Kugel einfach darüber rollt. Genau. Ey, verarschen jetzt. Geht. Er reicht immer noch nicht. Kugel verarscht mich ja jetzt wohl, oder? Ah, ich muss aufladen, das Ding hier. Wieder. Ich hab die Mummel da noch hängen, alles klar. Na, flieg wieder zurück. Jetzt aber. Komm. Jetzt muss es aber klappen. Hammer. Gibt's doch jetzt nicht, oder? Nee, was hab ich doch da jetzt falsch gemacht schon? Nee, kann doch nicht wahr sein. Da muss ich echt Beharrlichkeit, muss ich hier selber beharrlich sein und warten. Komm, jetzt aber. Geht doch, ey. Lass die da nicht mit einem Mal da reinhauen, die Kugeln, jetzt nur ehrlich. Oh, schneller freilassen, damit das Ding sich wieder schneller auflädt. Wo war hier der... Die Truhe war da irgendwo. Ist die unten irgendwo? Nee. Ach, hier hinter. Ist die... Jetzt mal gucken, was hier jetzt so los ist. Da haben wir wieder ein Podest. Wir müssen irgendwo Murmeln durchfliegen. Wieder. Oder muss ich das Ding umklatschen? Auch sein, ne? Nicht das Ding umhauen. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Die spawnen neu, die Fässer hier, ne? Ja, genau. Ich muss sie dagegen hauen, glaube ich. Ja, genau. Kommt hin. Aber nicht mit dem Ding hier, sondern mit dem Schwert, wenn dann. Dann wollen wir doch mal, wartet. So. Muss reichen. Der Weg ist frei. Warum nehme ich eigentlich nicht den Eisenhammer? Den habe ich doch letztes Mal gekriegt, den habe ich geschenkt gekriegt quasi von dem Goron. Und nochmal. Perfekt, das muss reichen, oder? Das war zu hoch. Oder was? Dann schauen wir das jetzt hier hin. Perfekt, jawohl. Einfach nicht ganz so fest drauf, dann klappt das schon. Der ist einfach drüber geschossen, das Fass eben, ey. Also richtig, da gehe ich richtig drüber. Der Falkenbogen. Für den ich keinen Platz habe, da mache ich jetzt Platz für. Nehme ich einfach den... Was schmeiß ich denn weg hier? Ich hätte den noch, der hat Schnellfeuer, wartet mal. Die Meerenbogen, ach komm, hier den. Weg damit. Ist doch gar keine große Sache, was ich hier wegschmeiße. Gar keine große Überlegung. Ein scheiß Bogen für die Liga natürlich. Nehme ich auch Fotoschnapp, alles gut. Perfekt. Das muss ich jetzt gleich nochmal hier hinten machen. Ah, das ist schon geil gemacht, muss man. Was ist denn mit dem fast passiert? Was hat umgefallen? Ist das schon aufgehoben einmal? Nee, oder? Oh, falsches Modul so. Oh, Eisner, was da richtig gleich? Bam! Hä? Ist ja gar nichts passiert. Kann ich auch das Ding da abschießen einfach? Nö. Ein paar Pfeile verschwindet, macht aber nichts. Ey, hallo. Hier bleiben. Dann nehme ich jetzt mal nicht mehr, nehme die Wächter-Axt einfach jetzt. Mal schön da drauf zimmern, volle Pulle. Ey, warum passiert da? Ah, jetzt, ich wollte sagen, warum passiert da schon wieder nichts? Wollen mich jetzt verarschen? War ich ja umgekippt. Diesmal.
Hier ist noch irgendwo eine Truhe. Hier ist noch eine Truhe. Muss ich die da einfach reinrollen oder was? Sieht so aus, ne? Ich kann die nicht. Ich werde die nicht da reinrollen können. Die wird immer runterrollen, soll ich euch. So, hier. Bist du gut. Na, hallo. Junge. Die Richtung. Nicht so an die Wand, Mann. Da hoch. Aber die will ich da hochholen. Ja, sag ich ja. Hoch da. Toll. Hat sich ja gelohnt. Direkt darüber gerollt. So. Da runter jetzt. Ab. Alle Murmel. Geht doch. Ein Elektro-Großschwert. Ja, tausche ich einfach aus, oder? Muss ich ja noch eins von haben. Ja, genau. Aber täuscht das wirklich aus? Das hat Weitwurf. Nein, das täuscht sich ja nicht aus. Ist mir egal, ob ich das schon benutzt habe oder nicht, aber. Ganz echt, damit kann ich nichts anfangen mit Weitwurf. Okay, Foto habe ich aber schon. Kann man das eigentlich fotografieren? Nee. Hätte ja sein können. Die Fässer wahrscheinlich auch nicht, die Schreinfässer da. Mal gucken. Nee, da kommt auch nichts. Ist der Priester denn hier? Ich denke schon, wenn ich da schon den Sockel da sehe. Über der Mauer. Ja, da ist er. Perfekt, also ist der Schrein auch abgeschlossen. Recht schnell eigentlich sogar. Muss ich sagen. Du hast meine Prüfung gemeistert. Die vorletzte, Leute. Die vorletzte Prüfung. Zeichen der Bewährung erhalten. Ein Schrein noch, Leute. Einer noch. Und ich weiß auch ganz genau, wo der letzte ist. Da sind wir nämlich auf dem Weg hin. Kann ich trotzdem einmal für alle den Schreinsensor wieder anmachen. Der ist nämlich einfach hier hinten drin. Irgendwo da, also im Tempel, nicht oben drauf. Jetzt, wo die Markierung ist, jetzt wahrscheinlich oben auf dem Tempel, nicht innen drin. Das lässt sich nicht so leicht bewerkstelligen, den einfach da oben reinzusetzen. Und sicherlich sind hier auch noch irgendwo Crocs gewesen. Hier oben ist bestimmt irgendwo noch einer. Oh, da kletter ich jetzt hoch. Da ist mir zu viel Fläche, als ob da keiner ist. Oder als dass da keiner ist, da muss einer sein. Ja, hochklettern kann man jetzt auch nicht wirklich sagen, ne? Ich bin ja die meiste Strecke jetzt aufgeflogen. Ja, komm, komm mal, zieh! Link, zieh, jawohl. Reicht doch schon. Hier muss einfach was sein. Guck mal, was hier für eine Fläche ist, ey. Ist ja natürlich keiner, passt mal auf, ey, wieder völlig umsonst hier hochgeklettert. Gut, dann ist hier kein Croc, auch egal. Maske hat ja nicht mal ansatzweise ausgeschlagen. Vielleicht da unten irgendwas. Hier ist es so grün, ne? Das ist kein Croc. Hä? Auf einmal doch? Ja, wo denn jetzt? Kann ich mal bitte entscheiden? Ach so. Okay, ich sehe schon. Komm mit. Dich brauche ich nämlich wirklich. Ich muss sagen, hä? Ich bin direkt vom Stand und dann schlägt die Maske erst aus und dann ist da keiner, okay. Aber ja, darum ist es keiner gewesen. Weil der erst hier auftaucht. Alles klar. Der steht aber wie eine 1, der Stein. Muss man schon sagen, ey. So, perfekt. Wir gehen weiter. Einfach hier die Schlucht entlang. Gucken uns weiter nach Crocs und nach Auffälligkeiten hier unten, zumindest mal in der Schlucht. Aber ich glaube, hier werden nicht mehr viele Crocs folgen. Hier waren bisher nicht so viele, die sind alle oben weiter. Sag ich euch so, wie es ist. Die meisten davon zumindest. Ja, und der starrt die Wand da an. Alles klar. Klappe, habe ich gesagt. Die Wächter kann auch richtig kaputt gehen. Mann, ich fasse mich heute aber auch oft, ne? Was ist los mit mir? Ein bisschen langsamer sprechen, ein bisschen deutlicher. Vielleicht geht das dann auch lieber, lieber Basu. So. Ja, ich spreche mit mir selbst gerade. So, dann machen wir das. Hier kaputt. Ist egal. Soll die Scheiße einfach noch kaputt gehen? Das lasse ich da oben hier hängen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja. Ich hab jetzt auch keinen Bock. Guck mal, wo soll ich denn hier hochklettern? Soll ich ganz oben wieder oder was? Nee, macht keinen Sinn. Dann kann ich mich lieber später echt immer teleportieren. In die Nähe davon wieder oben lang laufen.
Dann einfach mit dem Parasegel runterfliegen. Das geht wahrscheinlich auch schneller. Würde ich jetzt mal behaupten. Hier schlägt doch keiner mehr. Hier könnte noch was sein. Gut, hier ist wieder ein bisschen mehr Fläche. Also wenn es so weitergeht, schaffen wir echt vielleicht noch den letzten Schrein heute. Keine Garantie dafür, aber ich, gut, wenn ich erstmal da hinten bin. Ne? Hier liegt schon wieder ein Stein einfach alleine rum. Das macht mich schon wieder ein bisschen stutzig. Ist hier hinten in der Ecke echt was? Was auf den Kock schließen lässt oder so? Da ist einer, oder? Jawohl, da ist einer. So schlägt die Maske auf einmal aus. Das spricht dafür, dass da wirklich einer ist. Das ist da eine Kiste hinter. Nein, da ist ein Stein. Hoch damit. Und dann kommt der Kopf aus dem Vorschein. Genau. Mit seiner schmetterlingsförmigen Maske da, ey. Das ist bestimmt auch wieder eine Blattform, die ich jetzt gerade nicht kenne. Die fühlt mich auch aus wie ein Schmetterling. Aber gut, ist auch nicht der Erste, der so eine Maske hat. Die haben ja, glaube ich, echt nur diese Form, Maskenform, die man auch kennt aus The Wind Waker. Von den ganzen Crocs, die man da schon sieht. Ich glaube, so richtig neue Form gab es hier, glaube ich, in dem Spiel auch gar nicht. Ist hier in der Ecke noch was? Könnte sein. Truhen könnte natürlich auch überall hier sein, ist klar, ne? Also ich habe ja gerade... Ist echt ein Croc irgendwo? Der da hinten oder was, der da liegt? Der liegt doch jetzt nicht einfach so hier rum. Kannst doch einen Doofen erzählen. Doch, tut er. Echt jetzt? Ja, nehme ich mit. 213 Crocs. Oh, oha. Oha, aber... Ach, scheiß drauf. Sollen sie mich doch sehen. Die Arschlöcher. Können wir hier hinkommen? Du schießt mich nicht ab. Mit deinem scheiß silbernes Mistvieh. Auch nicht mit deinem Kackbogen da. Da hinten mal bitte aufhören, einen Pfeil auf mich zu schießen, du Arsch. Danke. Ey, wie schnell der schießt, der Silberne, jetzt mal ehrlich. Kann der andere mal bitte schießen, danke. Guck mal, bis der schießt, bin ich schon drum ausgewichen. Der trifft doch gar nicht, der ist zu blöd zum Treffen. Klappe. Schnauze halten, hab ich gesagt, so. Ey, die Silbernen sind schon deutlich stärker als die Schwarzen, ne, muss man sagen. Ich glaube, der Sprung von da bis zum, zwischen den beiden ist echt der größte. Gut, hätten wir das auch noch erledigt. Und gleich kommen wir bestimmt noch mehr. War nur die Vorbrut. Und da ist schon der Tempel, Leute. Da ist der Eingang. Und wieder mal, also tauchen das mal auf, okay. Wahrscheinlich, weil es jetzt zu dunkel geworden ist. Alter, wie die schreien. Geil. Das war echt ein geiler Sound gerade, muss ich sagen. Der hat mir irgendwie gefallen. Der war richtig saftig. Ach komm Leute, dann machen wir den letzten Schrein heute auch noch. Ich wollte mich eigentlich hier heute noch ein bisschen nach Crocs umgucken. Schon in der Schlucht. Bisschen mehr eigentlich, aber da hier unten ja eh nichts, nicht viel ist. Hier in der Ecke vielleicht noch, hier ist ein bisschen breiter wieder. Da ist der Stall von Maritta, glaube ich, oder? Ja, Stall von Maritta. Komm, gehen wir einfach rein. Vielleicht ist da oben auf den Säulen noch ein Croc. Da kann ich nochmal nachgucken eben. Aber ich weiß zumindest, dass oben auf dem Tempel bestimmt auch noch Crocs sind. Oder kann ich mir zumindest vorstellen. Deswegen werde ich mir auch gleich direkt vor dem Eingang noch ein Portal, also ein Medaillon setzen. Ein neues. Teleport-Medaillon. Komm mal her. Was ist denn hier Schönes drin? Leuchtsteine. Ah, Opal. Steinsalz, okay. Ist nicht so das Wahre. Ne, da kletter ich jetzt aber noch hoch. Die Maske schlägt wahrscheinlich eh erst aus, wenn ich jetzt weiter oben wäre. Ja komm, das geht doch noch von der Höhe. Und den kann ich immer Zwischenstopp machen, alles gut. So, lad mal deine Energie auf, deine Ausdauer, genau. Hier schon mal nix. Das scheint auch nichts zu sein. Na komm, nehmen wir Rival, die letzten Sturm. Den wir noch haben. Dann sind das... Hä, hier ist doch was. Okay, der Stein, der taucht echt spät auf. Den kannst du von weitem gar nicht sehen. Aber hab ich mein Instinkt nicht getrügt? Ja gut, aber so... Keine Ahnung, nach wie viel, nach über 80 Spielstunden. Also zumindest geht das Let's Play jetzt über 80 Stunden schon, also... Auch schon krass eigentlich, man müsste, um sich das ganze Let's Play am Stück reinzuziehen, schon über 3 Tage am Stück gucken.
Macht wahrscheinlich keiner, aber erwarte ich auch von keinem, ganz ehrlich. So, geh mal rein, komm. Kann sein, dass der Typ da schon aufwacht, wenn ich da hinziehe. Vergessener Tempel, da sind wir endlich. Schon lange angesprochen, endlich sind wir da. Naja, der ist auf jeden Fall ein Vorgeschmack auf das, was uns drin erwartet. Kann ich hier nicht untersuchen? Nö, der hat nix. Nein, ach, jetzt fällt der da wieder runter, der Idiot. Okay, mein Fehler, ich habe nicht aufgepasst. Der Link findet das manchmal auch nicht so lustig, dass er auf einmal so runterrennen muss. Er kann sich ja nicht dagegen wehren, weil ich ihm sage, ne? So wirklich. Ja, wie komme ich jetzt da hoch? Verarschen jetzt? Da hinten lang? Oh, hier ist ein Krog irgendwo. Über mir bestimmt, oder? Da unter mir? Noch was Auffälliges irgendwo? Der Ausschlag ist noch. Ach, da drunter. Okay, ja, ja, okay, ich sehe schon. So, her damit. Perfekt, haben wir dich auch noch gefunden. Fast übersehen, mein Kleiner. Tut mir leid. Dich nehmen wir aber natürlich mit. Ich will dich hier nicht vergessen. Deine anderen, ich weiß gar nicht, wie viele haben wir jetzt gefunden in dieser Folge. 5, 6 oder so müssen es gewesen sein. Die auf jeden Fall die anderen, es sind rund, noch rund 250 Crocs übrig. Die werden wir auch schon mitnehmen. Ja, wo muss ich denn jetzt hoch? Da ist doch der. Ist das eigentlich der Eingang gewesen? Revalis Sturm ist bereit! Komm, scheiß drauf, Revalis Sturm ist bereit. Geht schneller. Ja! War hier nicht der Eingang eben? Doch, ist er auch. Gut, Leute. Ich setze mich hier hinter den Mauern. Ein neues Medaillon. Doch, neu platzieren bitte. So. Und dann guckt euch jetzt mal an bitte, was hier auf uns wartet. Hä? Da, die machen auf. Einfach alle. Alle, guckt euch das mal an. Alter, ich bin doch nicht bescheuert. Hier ist ein Krog. Der ist bestimmt über mir. Wow, 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 wow. Das war knapp. Alter Falter. Muss da durch, muss da durch. Nice. Ich gehe da jetzt einfach durch so. Alter. Ich hab's getroffen. Hoch, 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 hoch. Link, jetzt macht kein Faxen. Oh, nein, ist die Statue der Göttin. Perfekt. Alter, sind hier viele Wächter. Und nur Wächter wachsen zum Glück keine laufen oder sonst was. Wow, 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 wow. Auf jeden Fall ist hier hinten, Leute, der Schrein drin. Alter, der letzte Schrein. Runa-Kata-Schrein, alles klar, den haben wir gefunden. Der letzte Schrein, Leute, im Spiel. Haltet es fest. Wir haben damit unser Ziel erreicht, was ich mir am Anfang gesetzt habe. Alle Schreine abschließen. Wir gehen rein. Wobei ich natürlich ein bisschen voreilig war. Wir müssen natürlich noch abschließen den Schrein, aber ihr seht schon. Das wusste ich aber auch noch, dass das einer ist. Ein Segenschrein, da ist nicht viel zu tun. Aufmachen hier, was haben wir hier noch für ein Ding? Ein Schild bestimmt, oder? Ein Feuergroßschwert. Okay, doch kein Schild. So, meilenweit von dem Schild entfernt. So, Leute, jetzt haltet den Moment fest. Wir haben zwar lange gebraucht, wir haben über 160 Folgen gebraucht, leider nicht 120. Ich habe mir eigentlich so gedacht, vielleicht pro Part ein Schrein wird schon irgendwie drin sein. Nein, es wurden ein paar mehr. Aber Abschluss hier. Wir halten das jetzt auch, ich werde jetzt nichts überspringen. Den Schrein halten wir nochmal fest. Wir haben jetzt alle, ich muss eigentlich sagen 136 Schreine, wegen den DLC-Schreinen, gemeistert. Du hast die Prüfung gemeistert, diesen Schrein zu erreichen. Ohne Zeug bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Das allerletzte. Auserwählter. Komm, dann halt mal noch fest, wie sitzt ihr da eigentlich so breitbeinig ein bisschen, ey. Letzte Zeichen der Bewährung ist auch unser. Müssen wir noch eintauschen dann natürlich. 8 haben wir noch übrig. Du hast alle Prüfungen bestanden. Hiermit hat sich die Aufgabe der Priester erfüllt. Erlaube mir, dir als Zeichen des wahren Helden diese zu verleihen. Begib dich nun zum vergessenen Tempel. Ein Geschenk des Priesters, Nebenaufgabe. Und genau deshalb wollte ich zum Schluss hier hin, weil wir jetzt direkt hier sind. Wäre jetzt kein Ding gewesen, das ist, glaube ich, eh direkt hier am Schreien.
Man hätte sich einfach jederzeit hin teleportieren können, eben durch den Schrein, aber... Wo waren jetzt? War hier nicht jetzt was? Bestimmt bei der, genau, hier bei der Priesterin. Bei Statue der Göttin. Öffnen. Die Wildnismütze. Das Wildnisgewand. Und zu guter Letzt... Die Wildnishose. Und da ich jetzt nichts davon gelesen habe, Nebenaufgabe ist bestanden. Genau, da wollte ich auch nochmal reingucken eben. Nebenaufgaben haben wir jetzt. Drei fehlen noch. Und wie viele war davon noch offen? Eine, ne? Ne, zwei. Das heißt, es fehlt nur noch eine Aufgabe, die wir finden müssen. Aber ich weiß nicht mehr, welche das war. Scheiße. Ja, die werden wir aber auch noch irgendwie abschließen. Prüfung des Schwerts, muss ich gestehen, wollte ich ursprünglich live streamen. Ich bin mir aber immer nicht sicher, ob ich das nicht doch aufnehme. Also da bin ich jetzt gerade ein bisschen unschlüssig zur Zeit. Einfach weil zur Zeit livestream-technisch nicht so viel Puffer ist. Da läuft halt noch Xenoblade, das wird wohl doch noch ein bisschen länger dauern als gedacht. Und ich würde halt gerne erstmal Xenoblade abschließen, bevor ich dann live streame oder anderes streame. Mal gucken. Vielleicht mache ich das einfach spontan dann doch. Ich werde es nicht unbedingt jetzt wochenlang vorher ankündigen, ne, ist klar, weil das Spiel wird, glaube ich, jetzt. Ich werde jetzt nur noch die Cox suchen und die Orte, die fehlen. Und die Hinox und Leuen nicht, aber Ivarox besiegen, die noch fehlen. Aber genug davon, ich wollte eigentlich hier die Sachen anziehen jetzt. Wildnismütze, so. Wildnisgewand und die Wildnishose. Und damit hat auch dieser Link sein grünes Gewand endlich. Ich glaube mal hier verstehen. Na. Hallo, so. Ich finde, das sieht jetzt nicht sehr sonderlich geil aus, das Gewand, muss ich sagen. Hat ein bisschen was, finde ich, sogar tatsächlich von einem, ich glaube sogar von vom Link to the Past Link. War der das, den ich meinte? Auf jeden Fall von einem älteren Link. Das Gewand einfach hier reingesteckt, so gefühlt, wisst ihr. Ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber, ne, ist ein neues Gewand, so, das muss hier irgendwo noch ein Cock sein. Eigentlich. Den möchte ich gerne noch finden. War der nicht hier irgendwo? Ist doch gerade irgendwo die Maske ausgeschlagen. Der muss doch hier sein, irgendwo. Ich bin mir sicher, dass hier unten eigentlich einer ist. Ich hab die Maske, ach, ich hab die Maske gar nicht mehr auf. Vielleicht kann ich nicht mehr ausschlagen. Oder der ist echt über mir. Hä? Der war doch immer ein Krog. Irgendwo. Bin ich jetzt bescheuert? Ist hier echt kein Krog hier unten? Doch, hier ist ja wohl einer. Ach, da hinten, ach da, hinter dem Göttin wahrscheinlich. Da ist auch noch ein Podest. Warte mal. Mal hier umgucken. Alter, zeig dich, du kleine Sau. Hier liegt nix, ne? Irgendwie aufheben könnte, ne. Ich seh nix zumindest. Komm ich da nicht hoch. Schon eine Göttin hochklettern. Ist ja auch erst ausgeschlagen, als ich zur Göttin gelaufen bin. Hier hinter, oder? Ja, da ist er doch. Dich hab ich gesucht, mein Kleiner, so. Alles klar. So, ich würde sagen, wir haben jetzt an sich unser von Anfang an gesetztes Ziel erreicht. Ich habe mir mittlerweile aber noch ein Ziel gesetzt, nämlich 100% tatsächlich. Wir stehen bei knapp 80, was ja nicht schlecht ist. Aber Leute, ich würde dann gerne für heute... So, ist ein gutes Bild, oder? Ah nee, warte. So, ist ein besseres Bild. Ich würde dann gerne für heute die Folge beenden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, dann lasst bitte ein Like da. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich würde mich sehr freuen. Das habe ich auch noch nicht drauf, das flüssig zu sprechen. Bis dahin, schön mit Ö. Euer Basukasu.